Das hier ist der Fahrschulwagen, ehemalige Fahrschulwagen der Dortmunder Stadtwerke. Der ist vom Baujahr 1957 und das letzte bei der Firma Fuchs in Heidelberg gebaute Straßenbahnfahrzeug. Der hat zwei Fahrerstände und auch jeweils ein Fahrlehrerpult. Das ist jetzt schlecht zu sehen, ist hier hinter dem Vorhang. Von hier aus können wir sehen, wo der Fahrlehrer also alle möglichen Störungen während der Fahrt einbauen konnte. Und zwar unterschiedliche Fahrerstände, einmal ein Fahrerstand für diese zweiachsigen Fahrzeuge und einmal ein Fahrerstand für den vierachsigen Gelenkwagen, der ja auch heute hier auf der Strecke fährt. Und der Wagen, der wurde dann nach der Außenbestimmung bei den Stadtwerken abgestellt und sollte dann auch verschrottet werden. Da haben wir durch Zufall von der Fahrerin gesagt, den legt man gerne hier hin. Die Stadtwerke hatten dann nach der Ausmusterung im Stadtbahntunnel bei der damaligen Endstelle Städtische Klinik umgebaut zum Arbeitswagen. Und zwar Arbeitswagen für Tunnelbetrieb, wo doch nee, das ist eine typische. Na, wie oft müssen die alle? 6 oder alle 8? Ganz schlimm. Also es gibt welche, nur die Kostenfaktoren sind so hoch bei denen. Und, hat die denn nur ein so ein Muster? Mhm. Kann mich daran erinnern, die Dampflok-Freunde in Berlin hatten ihre Stamm-Dampflok, eine ja. 52er, zu ja. Kesseluntersuchung. Die sogenannte Schüttelrutsche, Wagen 431. Fährt nochmal extra gleich für das Team von JOC International Pictures. So sind die Menschen bis in das Jahr 1979. Mit der Stadtbahn durch Dortmund gefahren. Inzwischen allerdings befindet sich dieses Stadtbahnmodell sozusagen im Mooskamp, im Straßenbahn- bzw. Verkehrshistorischen Museum. Hier sehen wir ein uraltes Haltesignal bzw. eine Haltewunschtaste im Stil vom Jahre 1979. Nun geht es los. Gebaut wurde dieses historische Modell im Jahre 1957, somit in der Nachkriegszeit entstanden. Seitdem auch heute noch sehr gut erhalten. Der Text ist geil. Durchgehend fahrgeldbereit halten. Hartmut, fährst du mit? Gut, steig vorne ein! Die Türen schließen automatisch. Nun setzt sich die Bahn in Bewegung. Ich bleibe hinter dem Tresen, jetzt hier mal ein. Jo. Ich bin in den Halbpunkt.
erstmal guten Tag an zugestehenden Gästen. Wir fahren jetzt Richtung Ellinghausen auf einem alten Gütergleis. Bitte dieses Gerumpel und Gequietsche entschuldigen. Leider funktioniert das alte Haltewunschsignal nicht mehr. Das finde ich aber schade. Ich bin der Wagen oben von Zermanschen und wir sind dann heute Abend wohl in der aktuellen Stunde mit dem Hinweis Straßenbahnwagen, 7 Meter tiefer gelegt, großer Sackschaden und so weiter. Ab jetzt machen wir gleich Kopf, das heißt der Fahrer geht zur anderen Seite und fährt dann da hinten über einen Notsteuerstand, der jetzt noch abgedeckt ist, zurück. Und dann stellen wir uns da hinten die eine Weiche, wo wir gerade rausgekommen sind, und fahren dann einfach geradeaus. Wenn Sie hier links und rechts mal rausgucken, dann können Sie sich vorstellen, wie das hier vor ungefähr 200 Jahren mal ausgesehen hat. Bevor dann hier die Kohle gefunden wurde und das Oberste zu unters gekehrt wurde. Zechenbrücke oder was war das jetzt hier? Hier steht die Sprecher aber schon drin. Nicht sehr. Und da kostet die Kommission schon. Man allerdings nicht mit historischen Straßenbahnen umgehen.
klitzekleine Vandalen gibt es leider auch hier. Hier sogenannt in den sogenannten Schüttelrutschen Mittel, was für ein Wort, Schüttelrutschen Mittelteil, da wo auch der Herr hier ist, und ich lege jetzt mal die Kamera auf die Fläche, um mal zu schauen, ob man diese Wirkung hier, dieses Schütteln sozusagen merken kann. Das tut doch ganz gut. Ja, wir müssen gar nicht Preise geben. Weil es kommen immer noch Leute, die einfach die denken, ach, da steht ja einer, aber da fahre ich einfach mal drüber. Ja. Wenn einer dann unterm Wagen liegt, dann ist das halt ganz gut. Ja, so wie da zum Beispiel. Da bleibt nämlich nicht viel über vom Menschen. Ja. Wie viel wiegt diese Bahn? Circa 20 Tonnen. 20 Tonnen? 20 Tonnen. Ja, da bleibt nicht viel. Der ist noch klein. Zum GT8er wiegt ungefähr 40 und die B80, die kommen so auf 55, 56 Tonnen. Ganz schön viel. Und der darf einfach so über die Brücke da fahren? Bitte? Und der darf einfach da so über die Brücke fahren? Der hier? Ja. Ja. Diese Brücke, die ist ausgelegt auf eine Achslast von 40 Tonnen. Oh. Ja, dann geht das ja. So, wir sind jetzt von Mengeberg nach Kuckerle gefahren. Haben auch alle die Ausweise dabei? Nee. Nur Fahrkarten. Nur Fahrkarte? Das gibt Schwierigkeiten im Zoll. Ach so. Gab es hier mal so eine Zollstelle oder wie? Ach so. Nein. Es gab mal nach dem Ersten Weltkrieg. Gab es sowas mal, da waren die Franzosen, die standen da. Die haben dann da die Wagen und die Papiere kontrolliert. Ah. Und doch geguckt, wer nicht Mitarbeiter der Stadtwerke war, musste sich ausweisen, musste auch darlegen, was er denn alles so bei hat. Und da wurden dann auch teilweise, es gibt dazu einen Bericht im Fernsehen, man hat in den Fahrzeugkästen Schweine transportiert. Interessant. Gehört das alles der Deutschen Bahn oder gehört das alles der Deutschen Bahn da unten? Nein. Also das sind Werksgleise von den Zechen und teilweise ist hier Hüft mit eingestiegen. Also das Ganze läuft hier unter der Prämisse Hafenbahnen, so heißt das. Und die haben damals auch hier dann, dazu gehörte dann Hösch, die Ruhrkohle, einige der großen stahlverarbeitenden Betriebe in Dortmund, die dann über die Gleise, nicht mit immer über diese, sondern auch über andere, dann ihre Güter von A nach B transportiert haben. Werden die heute noch befahren? Nein. Okay. Wir sehen ein reines Inselgleis. Wenn Ihnen das sagt, was sagt die mit Inselgleis? Wir haben auf der oberen Seite und auf der unteren Seite den Fellböcke. Zum Beispiel da ganz oben ist überhaupt keine Brücke mehr. Da kann gar keiner mehr rüber. Und wir fahren hier ganz alleine. Okay. Ich darf hier kein anderer fahren. Ah. Also es gibt keine Anschlussmöglichkeiten an andere Gleise? Nein. Von hier aus? Wird es nie geben. Wir
ist es die IG Peseide, die Doppeler Stadtwerke erledigen da oben an der Rheinischen, dass die da einen Bogen bauen, aber dann dürfen wir auch mit dem Fahrzeug so nicht rein. Der hat Eisenbahnräder, die sind 120 mm breit. Genau. Und so eine Straßenbahn kommt maximal auf 60 bis 70 mm. Ja. Eine Zwischenhaltestelle? Ja, das ist hier für die Kokerei. Wir machen mit der Kokerei eine Zusammenarbeit, das nennt sich dann Kombitour. Und dann können die Leute auf der Kokerei ein Ticket lösen, um die Kokerei zu besuchen, an einer Führung teilzunehmen und anschließend hier abgeholt zu werden und einmal auf unserem ganzen Gleis dann gefahren zu werden. Stadtbahn riecht es zwar wie bei meiner Oma im Keller, allerdings hat dieser Geruch auch einen nostalgischen Wert. Kind hatte ich immer ziemliche Angst vor solchen Rohren. Wenn ich auch nur in die Nähe kam, schaudert es mir am Rücken. Nicht mehr so der kalte Schauer runter. Schwer zu beschreiben, aber oder warum so, oder? Aber ja. Beziehungsweise der Zufluss Rossbach. Ja, aber die Strecke wird dann so lange, bis das hier neu gebaut worden ist. Und nun fahren wir gleich über den sogenannten Fleischerhaken. Der Fleischerhaken war eines der gefährlichsten Brücken bzw. Straßensysteme auf der Franziusstraße. Waren wir letztens uns noch ein DVD von angeguckt bei dem Fleischerhaken? Das ist der sogenannte Fleischerhaken. Um diese Kurve zu kommen, war sehr gefährlich. Heute geht das alles in die Müllverbindungsanlage und alles, was man
arbeiten. War wichtig, dass man in dieser Entsorgungsstätte ist. Sonst würde das hier richtig infernalisch stinken. Hm. Jetzt haben wir noch ein führt. Man sieht sie hier leider nicht, weil die Bäume so ein bisschen im Weg liegen. Wir fahren dann jetzt wieder vorbei an die Dobik. Das ist eine Entsorgungsstation in Dortmund. Gehört zur EDG, Entsorgung Dortmund GmbH. Und dann sieht man schon, wie sich die Möwen an die Berge zu schaffen machen. Ach, Möwen. Quatsch. Ich meinte natürlich Krähen, Raben. Da kommen also die Europaletten hin, wenn sie kaputt sind. So, so. Die doppelten Fenster hier sind schon seit Ewigkeiten hier drin, beziehungsweise sind original erhalten. Und jetzt machen wir einen kurzen Halt mitten auf der Brücke. Betriebshof bzw. der Vereinshof, das Hof, der Hof, wie auch immer, gleich schließt, wird hinter uns sozusagen das Tor geschlossen. War das ja auch die letzte Fahrt. Da fährt ein B-Wagen entlang. Hatte man gerade gesehen. Wenn das die Rheinische Straße ist, dann fuhr der höchstwahrscheinlich gerade zum Betriebshof. Weil diese Strecke wird dann nur von der U44, aber nee, wir sind in Buckrade. Das dürfte dann die U47 gewesen sein.
anschließend selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Wurden die Schienen eigentlich schon mal ersetzt? Bisher noch nicht. Okay. Ja, stell dich davor, dann mache ich. New Year's Eve is coming. The old year has passed. I can't believe it's happening. By the walls opening. It is time. Again. It is time.
das war die Fahrt mit dem Wagen 431 von Mooskamp nach Mooskamp. Und das war auch schon eine Sondersendung über einen Tag in Mooskamp. Wir haben jetzt 17.58 Uhr und dank der netten Vereinsmitglieder hier durften wir noch mal eine Fahrt mitmachen, auch nach 17 Uhr hinaus. Vielen Dank fürs Einschalten.